Weiße Weihnacht ist nicht nur eine Alliteration, sondern auch ein Wunsch, den ganz, ganz viele Menschen an Weihnachten jährlich haben. Ob das dieses Jahr was wird und vor allem wie das in den letzten Jahrzehnten so aussah, das gucken wir uns im heutigen Video an. Viel Spaß beim Zusehen! Langsam aber sicher nähern wir uns den Weihnachtsfeiertagen und dann kommt natürlich immer die große Frage auf, schneit's denn in diesem Jahr? Und wahrscheinlich ist diese Frage zumindest für mich im Flachland, im Ruhrgebiet, mal wieder mit Nein zu beantworten. Aber man hört ja immer wieder, dass es früher immer so viel geschneit hat und so. Und deshalb habe ich mich echt mal dafür interessiert und geguckt, wie das denn tatsächlich aussah. Und habe mir eine Statistik rausgesucht, die alle Weihnachten seit 1948 dokumentiert. In dieser Statistik kann man sehen, dass es tatsächlich gar nicht so häufig geschneit hat. Also alle Weihnachtsbäume mit Schneeflocken bedeuten, dass es an Weihnachten geschneit hat. Und wenn die wenn die Weihnachtsbäume weiß sind, dann heißt das, dass es sogar an allen drei Tagen geschneit hat. Ich habe das auf der Rückseite mal ein bisschen schöner dokumentiert alles. Nämlich nach Jahrzehnten habe ich das mal aufgelistet. Und da sehen wir es, in den 1950er Jahren ist tatsächlich nur in einem Jahr geschneit hat. In den 1960er Jahren hingegen viermal. 1970er, das sind halt immer so Schwankungen, ihr seht das, 1970er waren es dann wieder nur an zwei Jahren, 1980er Jahre dann auf einmal wieder dreimal, in den 1990er Jahren war es nur einmal, in den 2000er Jahren dann auf einmal wieder zweimal und jetzt in den 2010er Jahren nur noch einmal. Wenn man sich das so anguckt, dann kann man sagen, dass es tatsächlich immer von Jahrzehnt zu Jahrzehnt Schwankungen gibt. Wir haben hier wenig, dann haben wir hier viel, dann haben wir hier wieder wenig, dann haben wir hier viel, dann haben wir hier wenig, hier wieder viel. Und hier wieder wenig, das heißt, in den 2020er Jahren haben wir endlich wieder richtig viel Schnee. Oder? Nee, um ehrlich zu sein, leider nicht. Denn wenn wir uns hier mal, ich habe hier mal so eine Trendlinie eingezeichnet, die zeigt halt, dass wir in den 1960er Jahren, guck mal, da hatten wir einen Höchstwert von vier Jahren, in denen wir Schnee an Weihnachten hatten. Und dann ging das halt immer so weiter runter. Ein richtig schönes Muster ist das hier, sogar eine richtig gerade Linie. Geht das hier runter. Das heißt, wir werden in den 2020er Jahren vermutlich null weiße Weihnachten erleben. Ist schade, aber ist tatsächlich so. Und auch wenn man sich die Sachen hier auf dieser Seite nochmal anguckt, dann haben wir 52 Jahre, die hier dokumentiert sind. Nehmen wir 48 und 49 mal weg, dann haben wir 50 Jahre, die dokumentiert wurden. Und in diesen 50 Jahren hat es hier zumindest nur in 14 Jahren tatsächlich geschneit. 17 durch 14 kann man gut rechnen, ergibt 5, das heißt, im Durchschnitt hat es alle 5 Jahre geschneit. Jetzt überlegen wir mal, wann hat es hier zuletzt geschneit? 2010, boah, ist das krass. Schnee zu Weihnachten, so viele Kinder haben das noch gar nicht erlebt. Guck mal, Kinder, die 2010 geboren sind, die haben noch nie Schnee an Weihnachten gesehen. Das ist echt krass. Aber demnach hätte es 2015 schneien müssen, wenn es alle 5 Jahre schneit. Und demnach scheint tatsächlich irgendwas am Klimawandel dran zu sein, auch wenn es hier und da ab und zu mal ein bisschen schneit. Und ich meine, vor 2 oder 3 Jahren sogar, da hat es am zweiten Weihnachtstag ein bisschen geschneit, aber das ist hier wohl nicht dokumentiert worden, einfach weil das so mega viel wenig ist. Aber wenn euch das Thema vielleicht noch ein bisschen mehr interessiert und ihr für eure Heimatstadt wissen wollt, wie das mit der Statistik aussah, wann es zuletzt geschneit hat, wie oft, dann geht doch mal auf die Website der WAZ. Ich packe euch den Link in die Videobeschreibung und da könnt ihr dann eure Heimatstadt oder eure Stadt, die ihr wissen wollt, eingeben und dann kriegt ihr hier auch so eine tolle Statistik und seht, wie oft und wann es geschneit hat. Ich finde das ganz lustig, habe da auf jeden Fall Spaß gehabt, ein bisschen zu recherchieren. Also wenn ihr Lust habt, macht das doch auch mal. Aber davor bitte noch den Kanal abonnieren, Daumen nach oben geben und vielleicht mal in die Kommentare schreiben, wann euer letztes Weihnachten im Schnee war. Was waren eure Erlebnisse, was habt ihr da so gemacht? Ich war es noch 2010, da war ich garantiert Schlittenfahren. Boah, da war ich 5. Klasse, war das, da haben wir Weihnachten im Schnee gefeiert. Das weiß ich noch. Und Schulbus, der konnte kaum zur Schule fahren. 2010, lange her, 10 Jahre. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen heute und bis morgen dann zum nächsten Türchen meines Adventskalenders. Danke und tschüss.